Da bin ich mir sehr sicher. Ach, wir sind ja schon wieder zu Hause. Das muss voll die Riesenrunde gewesen sein. Kannst du vielleicht mitspielen? Ja, okay, vorbeikommen kann er ja. Ihr seid beide nicht sonderlich gut, möchte ich mal dazu sagen, aber hat sie eigentlich ihre Hausaufgaben zu Ende gemacht? Ja, sehr gut. Nein, sollst du nicht. Kannst schlafen. William ist auch eher einer von der niedlichen Sorte. Hoffen wir mal, dass das so bleibt, ne? Weil ihr ja gesehen, was aus den ersten beiden Teenagern wurde hier irgendwie. Eigentlich brauchst du ganz dringend mal ein Bad, Junge. Geh mal baden. Und du solltest vielleicht auch mal ein Bad nehmen. Komm. Jetzt seid ihr noch relativ wach. Das ist so das erste Mal, dass ich das erlebe, dass die hier wirklich mal genug Schlaf bekommen haben. Das ist schon Seltenheit genug. Mal hat er hier jetzt. Warum lässt er denn den Fernseher an? Das ist ja wohl Online-Spiel spielen. Das ist cool. Okay, das liegt an der Spielekonsole. Das ist richtig cool. Okay, du bist auch am Spielen. Das ist okay. Du hast ja alles schon getan, was man von dir wollte. Das ist auch okay, wenn du eine Runde spielst. Er wird ja auch gleich eine Runde zocken gehen. Er hat voll Spaß in der Wanne. Das finde ich super. Ja, gut, wenn ich so einen Whirlpool zu Hause hätte, hätte ich wahrscheinlich auch voll Spaß daran und so. Dann möchte ich ganz gerne mal gucken, ob du eigentlich als Schüler irgendwie einen Teilzeitjob annehmen kannst. Job suchen, ja, das geht tatsächlich. Das finde ich recht cool. Und du spielst jetzt Online-Games. Yay! Das ist voll okay. Er kann ihn nicht wegschmeißen. Warum auch immer. Es geht nicht. Fastfood-Angestellte, Angestellte im Einzelhandel, Babysitter. Fastfood-Angestellte, Handarbeiter. Nee, passt alles nicht so richtig. Ich hätte eigentlich gerne, dass er irgendwo in Richtung Sport geht, aber es geht ja irgendwie nicht. Ja, geh du mal auch schlafen. Moment, aber ich muss dir das Bett zuweisen. Das, anders geht's nicht, sonst legst du dich irgendwie in das Bett deiner Brüder. Du musst da schlafen. Hat sie eigentlich auch so eine Lampe über dem Kopf? Ja, hat sie gut. Ohne passende Lampe geht hier gar nichts. Und ich glaube, dann wäre es besser, wenn du dich auch schon mal schlafen legst. Und du, wenn du fertig gespielt hast, ja. Obwohl, du könntest erst noch was essen, ne? Ja, aber nichts zu reichhaltiges. Wir bleiben bei dem Tofu-Zeug hier. Und dann geht's für dich auch ins Bett. Jetzt, wo wir keine Kleinkinder mehr im Haus haben, können wir uns ja auch mal wieder so richtig ausschlafen. Es war ein enger Wettkampf, aber dass Frederik sich das Power-Up für die letzten Sekunden aufgehoben hat, war wirklich schlau. Damit hatten seine Gegner nicht gerechnet. Hey, er hat gewonnen! Partyspiel-Profi! König des virtuellen Königreichs! Das ist super. Da wird sich das ist was, wo Mütter so richtig stolz drauf sind.
Es ist ja immer noch so, dass gerade so, ich sag mal, Computerspiele und Leute, die sagen, ne, yeah, ich bin Gamer, so die Generation Teenager, die ist dann fast, boah, und der ist cool und tralala, und die Elterngeneration ist dann eher so, aha, naja, kann der was Vernünftiges? Das ist mir leider schon öfter aufgefallen. Nee, dein Vater räumt aus irgendeinem Grund erstmal bei uns auf. Ich weiß nicht so ganz genau warum. Weil er irgendwie merkwürdig ist, aber das ist okay. Der Witz ist ja auch, sie nehmen, glaube ich, erst ab und zu, wenn sie altern. So richtig. Denn ein bisschen Veränderung sieht man bei denen hier schon, aber ich glaube, die größte Veränderung kommt tatsächlich erst, wenn sie älter werden. Denn ich fand jetzt nicht, dass. Frederik macht eine Phase durch. Er wird sich bei jeder Gelegenheit ein Instrument schnappen, oft herumbrüllen und alle Radios aufdrehen. Das ist sehr schön, aber jetzt gehst du trotzdem erstmal schlafen, bitte. Bitte, Kind, Teenager. Du wirst es doch auch nur noch für ein paar Tage, für 6 Tage noch. Und dann bin ich mir überlegen, ob ich ihm auch in den Sport schicke. Und auf der anderen Seite bin ich am Überlegen, ob er nicht in der Weltraumforschung besser aufgehoben wäre. Ich weiß es noch nicht, was ich mit ihm mache. Und zeitweise bin ich sogar am Überlegen, ob nicht sogar Ella langsam mal sich einen Job suchen sollte. Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, oder was heißt aus dem Haus sind, aber in einem schulfähigen Alter. Ja. Was bringt einen Zim dazu, neutral zu werden? Okay. Okay. Ist okay, ja. Das ist so, das ist so, ja. Hätte ich ja nicht mal mitgekriegt, dass ich das gemacht habe. Von daher, alles gut. Lass mal eben einen Schluck trinken. Das ist natürlich immer der Nachteil von so einem Aufnahmemarathon. Du hast irgendwann so ein pappiges Maul. Da muss man dann mal einen Schluck trinken, ansonsten fusselt man beim Sprechen. So. Es wird komisch aussehen, glaube ich. Und komisch in zweierlei Sichten. Nom nom nom. Nom 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 nom. Ella ist ein Snob und fruchtbar. Aber das wird ihr nicht viel bringen. Kreativ zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert, okay. Okay, aber die wird jetzt echt nicht um 23 Uhr wieder wach, oder? Oh, das wäre ein bisschen doof. Ella kann ja inzwischen mal ein bisschen den Haushalt schmeißen. Und das mit sehr femininem Wackelarschgang. Wie sich das für eine Desperate Housewife gehört. Das ist sie ja jetzt mal mittlerweile gar nicht mehr. Sie ist ja jetzt einfach nur noch Ella. Aber sie darf ruhig immer noch so ein bisschen im Kopf Desperate Housewife sein. Das ist okay. Kann ich das eigentlich Gemälde verwerfen? Weitermalen kann ich es nicht mehr, aber das ist noch nicht so schlimm. Ausgangssperre verhängen. Nach Vorlage malen. Was hab ich denn? Achso. Wir haben keine schöne Vorlage. Wir haben wirklich keine schöne Vorlage.
Ginger. Ginger fühlt sich einsam. Hör mal kurz auf zu malen. Kümmere dich mal kurz um dein Kätzchen. Ginger ist einsam. Irgendwo im Mount ist ja auch eine tote Katze. Ich kann nicht genau ausmachen, wo, aber irgendwo spukt hier wieder eine Geisterkatze rum. Was ist denn los, mein Mietzlein? Hm? Mein süßes kleiner Mietzlein. Du hast Hunger. Okay, das können wir ändern. Schau, Ginger, da gibt's was zu essen. Okay, das geht nicht, solange deine Katze am Essen ist. Rekta! Rekta hat Hunger. Jetzt geht's Ginger auch schon wieder besser. Dafür geht's Yui jetzt nicht so gut. Was hat Yui? Diese Katzen haben auch ständig irgendwas. Wenn man mal bedenkt, in was für ein Apartment wir angefangen haben, mit gutem Licht fürs Malen und so einem Gedönse. Level 8 sind wir bei der Erziehung, okay. Kann man eigentlich... im Web... Erziehungsforen durchforschen. Recherchieren. Erziehungsmethoden recherchieren. Sie wird voll die Vollblutmama. So viel steht fest. Dafür will ich schon sorgen. Das wird die Super-Mega-Mama. Sie hat ein Meisterwerk. Wir rahmen das. Und hängen es natürlich hier an die Wand. Ist ja ganz klar. Meisterhafte Malerei. Die Fertigstellung eines Meisterwerks kann die Selbstsicherheit eines Sims stärken. Natürlich, das geht ja jedem so. Ich glaube, wenn man ein Meisterwerk erschafft, dann ist jeder happy und glücklich und freut sich. Schätze ich mal. Da maunzt wieder eine tote Katze im Hintergrund. Ah, da ist jemand wach geworden, nämlich ich. Tofu-Tacos darfst du essen. Ich glaube, Tofu ist ganz in Ordnung. Tofu darf man essen als Kind, fürchte ich, denke ich, glaube ich. Ella ist zu frustriert über die Eltern im Internet, um dies zu tun. Was? Habe ich alles falsch gemacht? Das Internet scheint der Meinung zu sein, dass alles, was Ella für richtig gehalten hat, in Wahrheit total falsch ist. Das ist natürlich schlecht. Aber mach dir doch deswegen jetzt keinen Kopf. Das ist in Ordnung. Ich glaube, deine Kinder sind bisher ganz gut gelungen. Oh, ich habe voll das schöne Kleid an. Fällt mir jetzt das auf. Ich finde das Kleid voll schick. Die Gummistiefel dazu sind ein bisschen merkwürdig, aber... Oh, sind da Katzen drauf? Ich glaube, da sind Kätzchen drauf, ne?
auf dem Kleid sind kleine Katzen. Da sind kleine Katzen drauf. Die Schuhe sind eine Katastrophe, aber das Kleidchen sieht total süß aus. Ich bin also voll modebewusst, ja? Ich bin sowas von modebewusst. Das gibt es überhaupt gar nicht. Die gute alte Zeit, wie ein guter Kleinkindzeit. Die sorglosen Tage als Kleinkind waren doch die schönsten. Kreativität, mental, oh, das geht aber eigentlich alles relativ gut. Dann beschäftigen wir uns doch mal ein bisschen mit unserer Ella. Bist du schon wieder krank? Ist das dein Ernst? Ich mach das mal aus. Das ist ja anstrengend. Auf die Dauer. Und unsere Ella muss sich leider ein bisschen, Unsere kleine Ella muss sich leider ein bisschen mit ihren Kindern beschäftigen. Das heißt, leider muss ich mit ihren Kindern. Was lerne ich dadurch? Manieren und. Ach, das Soziale, das macht natürlich Sinn. Oh, nee. Ishi oi. Shoib. Oh. Kind, bitte und danke muss man sagen. Nein, da gibt's auch mal Strafen. Ich bin da die strengere. Keine Freunde, Telefonverbot. Musikverbot. Manieren sind doof. Ja, keine Musik. Das kommt aber raus, wenn man Blödsinn macht. Das geht nicht. Das muss mein Kind lernen. Was isst du da? Würstchen mit Paprika. Hier muss ganz dringend jemand aufs Klo. Dann geh bitte auch. Dabei habe ich gerade so viel an Manieren gelernt, dachte ich. Aber eigentlich habe ich da gar nichts gelernt. Aufräumen bitte. Das muss man auch so ein bisschen lernen. Das macht er auch noch nicht so ganz von alleine. Und dann prügel da mal drauf ein. Oh, mein Genick knackt, wenn ich mich lang mache. Ey, das klingt furchtbar.